Immer öfter sind wir auch in Melk zu Gast und diesmal besuchten wir das Kinder-Action-Camp der Sportunion. Das Areal des tollen Stift Melks bot ob der Infrastruktur des stifteigenen Gymnasiums eine perfekte Location. Worum es geht und warum die Kids teilnahmen, interessierte uns natürlich auch. Das ist ein polysportives Action-Camp, da jetzt im Alter zwischen 6 und 10 Jahren. Wir sind da jedes Jahr im Stift Melk untergebracht. Und wir bieten den Kindern eine große Bandbreite an Sportarten an, aber natürlich auch kreative Einheiten zum Ausruhen dazwischen. Und ja, es gibt bei uns Action, so wie das der Name schon sagt, von in der Früh bis am Abend. Es gibt am Abend auch ein ganz buntes Abendprogramm. Die Kinder werden von uns betreut, 24 Stunden, also die ganze Woche, von Sonntag bis Samstag. Und wir sind im Stift Melk bestens verpflegt natürlich auch durch die Küche hier. Und ja, unser Ziel ist es, den Kindern eine ganz tolle Woche zu machen, mit ihnen viel Spaß zu haben, sehr viel Sport zu betreiben, aber natürlich auch in den Pausen sie besser kennenzulernen. Und für die Kinder, glaube ich, ist es das Schönste, viele Freunde, viele neue Freunde zu finden und einfach eine Woche Spaß zu haben. Sehr cool. Also ich finde es cool und ich war letztes Jahr auch schon, weil ich es halt so cool fand, bin ich heuer auch gefahren. Weil das letztes Mal hat es mir gefallen und ich wollte halt noch einmal. Weil wir da so viel Sport machen und ich liebe Sport. Weil es da coole Spiele gibt und so, was mir gefällt dort. Und woher stammen die Teilnehmer eigentlich? Die Kinder sind da alle aus Niederösterreich, ganz bunt gemischt. Die meisten sind aus Sportunion-Vereinen in Niederösterreich, aber es gibt auch Kinder dabei, die nicht aus Vereinen sind, die vielleicht in einen Verein gehen nach dem Action Camp. Und ja, anmelden kann sich jedes Kind. Über mehrere Tage wurde ein wahrlich attraktives Programm geboten, wie wir hörten. Also wir machen nach dem Frühstück immer tun wir irgendwas Turnen. Und dann, je nachdem, was am Programm steht, manchmal gehen wir schwimmen und noch andere Sachen. Wir dürfen heute Longboard fahren, Hoverboard fahren und so alles. Und dann können wir auch noch jonglieren. Das sind dann in einer anderen Halle. Und Federball spielen. Ja, und wir haben halt auch heute noch sehr viele Spiele gemacht. Und ich glaube, wir werden auch noch welche spielen. Ja. Also das ist ein Longboard und also man steigt mit einem Fuß drauf und dann hat man den anderen unten und man taucht halt immer auf und wenn man schnell genug ist, so lenkt man einfach da, lenkt man rechts und da links und so funktioniert's. Und wie wird man Betreuer vor Ort? Persönlich liegt mir das am Herzen, also ich war selber auch schon als Kind bei Action Camps dabei und bin dann in die Funktion der Betreuerin reingewachsen und mir liegt es am Herzen, weil ich einfach sehe, wie glücklich die Kinder sind, wenn sie mit Freunden Sport betreiben können, wenn sie in den Ferien auch viel Action haben, wenn sie das machen können, wozu sie Lust haben, viele neue Sachen ausprobieren können, auch Neues kennenlernen können. Sie sind sehr glücklich und sehr zufrieden, wenn sie Erfolg haben, wenn sie etwas Neues lernen, wenn sie vielleicht auch mit der Hilfe von anderen neue Sachen lernen können. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Interesse geweckt? Mehr Informationen zu den Camps finden Sie auf der Website der Sportunion Niederösterreich.